Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen an diesem wunderschönen sonnigen Nachmittag zu einer neuen Ausgabe von Let's Play The Forest. So, ich habe mir auch mal heute erlaubt, ein etwas sommerlicheres Outfit anzuziehen. Ich weiß, ihr seid anderes von mir gewohnt, aber das wird wahrscheinlich in den nächsten drei, vier Monate noch öfter so sein. Nein, macht das... Was sagen Sie dazu? Trägst du gerade einen Bademantel? In-game ja, out-game vielleicht. Lass wir uns überraschen. Ja, Mann, ey. Ja, wir haben mal ganz, ganz spontan entschieden, eine Runde aufzunehmen. Ich glaube, vor 10 Minuten. Ja. Ja, komm, wir schlafen erstmal. Und dann. Ich hab doch auf Z gedrückt. Ja, wir haben noch ein paar Projekte am Laufen momentan. Wie ihr ja wisst, wir haben beim letzten Mal zwei Baupläne gefunden. Alter, das ist einfach so ein mega, mega Moped, was da steht. Und unsere beiden Gleiter, ich bin mal gespannt, wie das überhaupt läuft. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt damit fliegen? Das habe ich mich letztens mal nach der Aufnahme gefragt, ne? Ah. Und wir sind unten. Können wir die dann noch transportieren? Weil ich meine, die können wir uns ja nicht mal eben um die Hüfte schnallen, so ein riesen Apparillo. Ich würde sagen, nein. Ich glaube, die sind nur so für einen Eimergebrauch. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil ich meine, dafür kosten die doch einfach viel zu viel. Allein schon die 8 Hasenfälle sind doch schon imbar. Nur um einmal irgendwo runter zu segeln. Ja, aber wie willst du das denn nutzen? Du kannst das ja nicht ins Inventar. Oder das. Es wird ins Inventar eingesteckt. Ich weiß es nicht, aber vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der sich das irgendwie umschnallt, dass du damit auch laufen kannst, aber halt nur ganz langsam zum Beispiel. Ob ich denn. Achso, nein. Trinken will ich doch. Achso, das ist leer. Dann füllen wir das mal eben hier auf. Weißt du, dass du das umschnallst und dass du dann vielleicht. Damit halt. Also nicht rennen, so wie wenn du auf Shift drückst, sondern einfach nur wie wenn du normal läufst. Maximale Geschwindigkeit. Das könnte auch gut sein. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, dass du vielleicht das mit so einem Locksled transportieren kannst. Das ist zwar relativ uselig, aber. Ja, wäre irgendwo sicherlich auch realistisch. Übrigens, kurze Anmerkung. Du hattest doch letzte Folge mal gefragt, oder letzte Session, das sind ja Bauplan 2 und 3. Jetzt guck mich doch mal an, wenn ich mit dir rede. Ja, 1 und 4 fehlen, ja. Genau. Und ich habe zwischenzeitlich rausgefunden, wo wir diese finden. Oh, und wo? Es gibt noch zwei weitere Unterwasserhöhlen. Die eine ist, habe ich gesehen, irgendwo beim Heiligen Baum und die andere, die soll wohl in der Nähe vom Haupteingeborenenlager sein. Also vielleicht können wir da heute im Laufe dieser Session ja nochmal hin. Der Baum ist ja nicht so weit weg. Das stimmt, der ist nicht allzu weit weg. Das Haupteingeborenendorf ist auch nicht so weit weg, tatsächlich. Wieso gehst du denn jetzt dahin? Ich habe extra die Karre hier hingestellt. Oh Gott, ey, ja, ist okay, der Herr. Dann fäll ich eben hier ein paar Bäume. Dann hätten wir ja auch sonst den Karren noch mal 2 Meter weiter schieben können, aber nein. Nee. Hä? Ist der jetzt fertig gewesen? Ein kleines Hölzchen, wo der noch drauf steht. Ja, wollen wir mal hoffen, dass wir heute mal ein bisschen was schaffen und nicht wieder die ganze Zeit von unseren Freunden überrascht werden. So. Ich sag's und prompt steht eine Dreiergruppe vor mir. Oh, ernsthaft. Hau sie um! Oh. Die hauen sich selber um. Au, au! Alter, wie viel sind denn das? 5? Oh nee, ey, komm, da sind mir zu viele gerade. Du machst das schon. Nein! Was denn? Au. Boah, ich mach die Tür auf und er springt mir erstmal entgegen. Komm, fall um. Mein Gott, wie hältst du denn aus? So. So. Waren wir hier eigentlich... Ach komm. Mach das nochmal eben.
tolle Wurst. Die, vor allem der Kopf ist so eklig zusammengenäht von hinten bei dem. So. Vor allem, wie sich das anhört. Du hörst die ganze Zeit so ein Gewürge und Gegurgel da hinten. Schon mal. Wo bist du eigentlich gerade? Ach da. Die wollte ich eigentlich haben. Bam. Ich kann so nicht arbeiten. Es ist ein bisschen schade, dass man sich die diese Hand, wie heißen die? Toll, jetzt kommen da noch mehr. Diese Hunting Arrows oder wie die heißen, das machen kann. Immer nur einer. Hat einen Leck gehabt. Ich glaube, das ist kontraproduktiv, wenn wir auch denselben draufhauen. So, ein Zahn. Ja, da geht ja schon mal wieder sehr gut los. So, hier nochmal ein bisschen Geld ins Feuer werfen. Ja, stimmt, wir haben ja noch so viele Beeren. Beeren! Beeren! Ein paar Beeren knuspern. Beeren knuspern? Ein bisschen an den Beeren rumknuspern. So! Da gehe ich jetzt hier raus. Doch, es ist nicht so gut, wenn ich einen Zweikampf mit denen aufnehme, wenn ich kaum noch Lebensenergie habe, oder was meinst du? Das ist richtig. Ich habe schon wieder keine Rüstung. Also viel haben wir auch nicht mehr. Ich will aber nicht immer nur hier durch den Zaun angreifen. Das ist so langweilig. Vor allem ich sehe gar nichts. Verschwinden. Ja, das. Wir bräuchten diese Kugel. Wir können ja, eigentlich bräuchten wir die Kugel aus dem Endgame, weißt du, die ich bei der am Ende der zweiten Session mal hatte. Mhm. Weil da kannst, die kannst du ja so einstellen, die kannst du entweder auf blau polen, das heißt, dass Ureinwohner wegbleiben, oder auf rot, dann wirst du permanent angegriffen. Also nicht nur von 2, 3, so wie jetzt, sondern wirklich von 20, 30 oder sowas. Kommt schon wieder welche. Hör auf, an deinen Kumpel rumzuknabbern. Au. Au, oh nein, oh nein! Geh weg! Oh nein, geht weg, geht alle weg! Ah! Oh, oh Gott! Ich hab ohne Mist, ich hab gerade null Lebensenergie gehabt. Und ich war umringt von Ureinwohnern. Also ein Treffer und ich wäre weg gewesen vom Fenster. Oh Mann. Erstmal ein bisschen Aspirin. Gegen die Kopfschmerzen. Das ist so ätzend mit den Kackviechern. Oder da hinten ist wieder einer mit einem Molotow in der Hand. Mein Gott, geht was. Ja, was ist denn da gerade explodiert? Ja, was ist das da unten? Da ist irgendwas explodiert. Hm? Alter, da ist ein Kannibale explodiert. Ja, warum? Der Typ mit dem Pfeil im Kopf. So, jetzt ist er auch tot.
zwei rennen weg. Au, 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 okay. Ich hat's zerlegt. Hallo, Hilfe! Hilfe! Help! Help! Ja. Muss die irgendwie loswerden. Ist doch egal, beleg mich wieder, verdammt! Oh. Dankeschön. Wuh! Ich gehe wieder den Wassereingang. Was machen die da? Ich sollte nicht hier unser Tor in Brand setzen. Komm schon. Komm schon. Jawoll. Alter. Ich muss auch langsam gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass ich das in dieser Staffel mal sagen werde, aber mir gehen langsam die Medizin aus. Naja, wenigstens scheinen sie jetzt alle weg zu sein. Na, Gott sei Dank. Zwei Medizin habe ich dafür verbraucht, plus die eine, die du mir gegeben hast, um mich wieder zu beleben. Ich sammle hier gerade mal eben den Müll ein. Liegt Knüppel. Jo. So. Schön knusprig. So mag ich meine Ureinwohner am liebsten. Hä, waren das nur zwei? Was alle? Okay. Ja, gut. Ach, da sind wieder welche. Ah, verdammt, ey. Das kann doch nicht sein. Warum? Warum? Haben wir denn in so einem blöden Spot gebaut? Oder liegt das einfach daran, weil wir schon so lange auf der Insel sind? Wahrscheinlich. Ist jetzt glaube ich nur einer. Da sind zwei. Hä? Hä? Naja gut, ich meine die, ich habe ihm jetzt gerade den Speer in den Arsch gerammt, also von daher, der ist sofort instant umgekippt, aber ich muss gestehen, das ist natürlich auch eine sehr wirkungsvolle Methode. Ja, die andere ist weg, ja. Okay, neues Glück. Ich muss jetzt mal ein bisschen was gewuppt kriegen. So, und den nehmen wir auch nochmal mit. Ja, und den da vorne. Na. Wäre schön, wenn wir einfach mal ein bisschen bauen können. Nein, leg den da weg. Wo war denn das? Ach, Moment. Einen Baumstammschlitten. Oh Gott, dieser Name. Ich würde ihn lieber Locksled nennen. Ich bin auch echt hart am Überlegen, ob ich... Hallo? Hallo? Sag mal. Hä? Hä? Was ist denn los? So, jetzt. Wahrscheinlich hat der Typ Alkohol getrunken oder sowas. Er hat den Busch nicht getroffen. Ich bin hart am Überlegen, ob ich wieder auf Englisch umstellen soll, weil irgendwie... Es ist ja nice to see, mal auf Deutsch, aber... Wirklich warm werden tue ich mit dieser Version nicht. Vielleicht ist es auch einfach Macht der Gewohnheit. Also, ich gehe da sehr stark von aus, dass das so ist, aber... So, hallo?
Hallo! So. Okay, ich kann keine Stöcker mehr tragen. Weißt du, dann kann ich nämlich hier den zweiten Logsled, den ich hier gerade baue, schon mal voll machen, während du den anderen dann rüberbringst und leer machst. Ja, so wie wir es eigentlich auch vorhatten, nur weil der andere jetzt umgekippt ist. Warum auch immer? Weißt du da Näheres zu? Nee. Bist du dir sicher? Weißt du, dass ich den da hingestellt habe? Ja, und weiter? Und dann kam Ureinwohner und dann... Natürlich. Die Ureinwohner waren es. Weißt du, die sind einfach bei uns in die Base reingekommen und haben nichts Besseres zu tun, als den Schlitten umzuwerfen. Natürlich. Warum rollen die Baumstämme eigentlich immer weg? Das liegt daran, weil die rund sind. Können die nicht eckig sein? Wieso gibt es eigentlich keine eckigen Bäume? Schon eine interessante Vorstellung, sicherlich, aber... Ja. Bäm! Alter, voll gegen den Kopf. Oder war ein Hase? Ein Hase. Wo bist du denn jetzt hin? Richtiger Hase? Ein ganz richtiger Hase. 100% Natura. So, wir brauchen ja immer noch Hasen. Irgendwie unsere Hasenfalle, die wir mal gebaut haben, die ist irgendwie so... Ja. Ja, bringt nichts. Ja. Oder du musst die einfach im Wald stellen, anstatt da vorne. Ja, aber bei uns laufen doch genug Hasen, so ist es ja. Nicht, dass wir das jetzt... Oder meinst du, ich soll nochmal eine zweite bauen, zur Sicherheit? Hm. Ich meine, wenn wir so Hasen selber fangen können, dann wäre es schon einfacher. Wie, haben wir keine Baumstämme mehr? So viele Bäume gefällt. Bitte? Noch 185. Die wir brauchen, ja. Ja, wir haben ja schon gut was geschafft, ne? Also wenn man bedenkt, wie wenig wir eigentlich machen konnten, dadurch, dass wir ja permanent immer gegen die Ureinwohner kämpfen mussten. Genug ist doch schon... Nein! Du hast unseren Wagen weggeschmissen. Was? Aber er ist Gott sei Dank richtig aufgekommen. Hä? Wie das? Der Baum ist da drauf gefallen. Der Baum. Du bist mir einer. Sicherheit am Arbeitsplatz. Ja, selbstverständlich. Ich habe ja auch gerade einen Helm auf. Auch eine Kettenschutzhose an. Ja, aber selbstverständlich. Definitiv. Oh nee. Was denn? Da kommt Freund. Hören Sie mal, werter Herr, ich bin hier gerade am Arbeiten. Was scheint nur einer zu sein. Ne, bei mir war auch gerade einer. Oh, ich glaube, das war der. Ne, deiner kam mir ja entgegen. Oh. Lass mich jetzt hier nicht aufhalten. So, jetzt ist es keiner mehr. Nee. Heiner und Rainer keiner. Mein Gott, hier ist ja schon wieder alle leer. Okay. Alter, wieso Industriepark hier? Einfach nur ein Bild der Trauer. Oh, ein Hase. Bam. Jawoll. Finde ich gut. Sportsfreund hat keine Ausdauer mehr. Wahrscheinlich rennst du doch die ganze Zeit, oder? Ja. Hast du so eilig? Sonst kommen wir jetzt doch nicht voran hier. Mein Gott, ey. Ich stell mir gerade vor, wie das wäre, wenn ich die ganzen Bäume alle mit der Axt fällen müsste. Mein Tank ist schon wieder leer. Hallo?
So eine Schneise der Verwüstung, die sich hier zieht. So, wo sind denn die Karren eigentlich? Hä, ist der andere hier auch schon voll? Hä? Ja. Ja gut, dann... Ach, ich kann keine Sticks mehr sammeln. Nein. Dann baue ich noch mal eine Hasenfalle hin. Ich habe jetzt gerade eh wieder die Sticks dafür. Wo ist denn... Da, Hasenfalle. Hasenfalle. Psst. So. So, dann machen wir den hier nochmal eben voll. Ach ne, ich brauche mir erstmal Fleisch ablegen, bevor ich das nächste Bambi... Wie sagt man das eigentlich? Wenn ich das mit dem Speer abwerfe, ne? Ist das dann auch ein Reh schießen oder ist das dann ein Reh werfen? Also wenn man es streng nimmt, würde ich, ist es ja auch eigentlich ein Reh werfen. Eigentlich. So. Guten Tag. Hallo. Mein Gott, das ist Produktion. Kann gar nichts sehen. So. Apropos nichts sehen. Die Folge ist sowieso rum. Gehen wir jetzt zur Sicherheit gerade eben ins Häusle rein. So. Ja, liebe Freunde, ich... Ja, war meins nächste Folge, oder? Ja, ich... Komm. Ich noch ein Typ. Den nehme ich noch. So beim Vorbeigehen, eben so flupp. Oh, ich höre auch schon wieder welche. Der ist nicht... Der ist einfach nur betrunken wahrscheinlich. Kam von der letzten Bauernparty. Ach, herrlich. Oh. Steckt am Boden. So. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen in der heutigen Folge und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nicht wahr? Jo. Alles klar. Macht es gut.